Das sieht zunächst ganz gewöhnlich aus. Samstagmorgen, kurz vor 8, mit dem Fahrrad zum Bäcker Brot oder Brötchen holen. Doch das, was sich 30 Frauen und Männer an diesem Morgen wünschen, gibt es in keiner Bäckertheke. Was mag das sein, wonach hier verlangt wird? Brevet ist eigentlich ein französisches Wort, heißt so viel wie Prüfung. Einfach, das geht hier darum, dass man eine gewisse Strecke fährt und sie einfach nur absolviert. Das ist kein Rennen, sondern einfach nur, man soll die Strecke in einem gewissen Zeitrahmen schaffen. Bei dem, was hier ansteht, kann der Zeitrahmen eine echte Herausforderung werden. Traditionell gibt es die in vier verschiedenen Strecken. Das sind 200, 300, 400, 600 Kilometer, die in der Regel auch aufeinander aufbauen, also in dieser Reihenfolge angeboten werden im Jahr. Was nimmt man denn mit für eine 600 Kilometer Fahrt? Energy Cakes, sehr zu empfehlen, basiert auf Haferflocken. Die benutze ich sehr viel im Alltag, bei Langstreckenfahrten auch. Da habe ich aber nicht genügend für die ganze Zeit dabei. Ich habe noch Maltodextrinzucker dabei zum Auffüllen und dann werde ich mich von Tankstelle zu Tankstelle noch versorgen mit süß, salzig oder was, worauf man Hunger, Lust hat. Genau, ja. Doch die mitunter gut gefüllten Verpflegungstaschen sind nicht der wirkliche Anreiz für die Langstreckenfahrt. Ich freue mich, seit längerer Zeit mal wieder eine sehr lange Strecke zu fahren. Zeit für mich zu haben, gute Musik zu hören, auf die Nachtfahrt und Gedanken für sich zu haben, ein bisschen das Material zu testen und eine Auseinandersetzung mit sich selber und Genuss am Radfahren und der Ehrgeiz, die mentale Herausforderung zu überstehen. Also ich glaube, dass körperlich irgendwie machbar sein wird und man muss irgendwie mental schauen, wie man das schafft. Es reichen aber auch ganz einfache Gründe. Eigentlich freue ich mich darauf, dass das Wetter gut ist. Und ich hoffe, dass die Beine gut sind und der Körper und das Material fit genug, um diese Herausforderung zu bestehen. Ja, also die Freude kommt ja erst bei bestandener Challenge so richtig zustande. Während des Fahrens, ja, weiß ich nicht, das wird ja fast so ein Flow irgendwann. Ja, du fährst und fährst und fährst. Und statt dem Genuss folgt die Ernährung meist einem ausgeklügelten Plan. Also ich versuche irgendwo so in der Ecke von 65 bis 75 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde zu mir zu nehmen. Naturgemäß sind es natürlich dann weniger die eiweißhaltigen Speisen. Also mit einem Schnitzel komme ich jetzt im Moment nicht weiter, also weil einfach der Körper das verstoffwechselt, was er an Kohlenhydrate schnell greifen kann. Also alles, was der Bäcker zu bieten hat, ist schon mal ein guter Ansatz. Ich habe aber auch Maltodextrin dabei, das werde ich mir dann in den späteren Stunden ins Wasser mischen, sodass ich mit einem Liter Wasser auch auf die 75 Gramm Kohlenhydrate komme von der Bemessung her. Bei der Ernährung hilft ihm auch die Technik. Ich habe einen Timer, der immer alle paar Minuten klingelt, wenn ich wieder was zu essen brauche, damit das also etwa passt mit diesen 75 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde. Richtig zu essen ist aber nur eine Herausforderung auf den anstehenden 600 Kilometern. Die Grenzerfahrungen, die werden kommen. Ja, bei einem 600er, dann bist du irgendwann so müde, dass du, manche Leute halluzinieren, andere fangen halt an, hemmungslos zu werden. Ja? Also wenn ich an Paris-Brest denke, die Leute lagen dann irgendwann einfach nur in jeder Ecke rum. Jeder hat noch irgendwie ein paar Minuten Schlaf gebraucht, bevor es dann weiterging. So viel Erfahrung wie er haben noch nicht alle auf dieser Tour. Einer steht vor einer echten Premiere. Ich wohne in der Nähe von Heidelberg, komme ursprünglich aus der Nähe von Hamburg und fahre jetzt meinen ersten Brevet. Habe aber auch schon längere Strecken selber gefahren. Von daher bin ich zuversichtlich, dass das klappt. Wie sieht sein Speiseplan für die Fahrt aus? Ganz normale Nussriegel aus dem Supermarkt, gesalzene Erdnüsse. Wasser. Neben diesen Leckereien freut er sich am meisten auf. Auf die Gemeinschaft und dass man nicht alleine fährt. Und dass man, wenn man Motivationsloch hat, sich an andere halten kann. Gemeinsam ging es um 8 Uhr in Gießen los. 600 Kilometer lagen vor ihnen. Gute Fahrt und natürlich guten Appetit.